Stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper Ende April an Sabine Körber das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Magdeburgerin wurde bereits am 25. Mai 2020 mit dieser besonderen Auszeichnung für ihre aufopfernde Arbeit mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken geehrt. Durch die Corona-Pandemie hatte sich die offizielle Verleihung verschoben. Sabine Körber ist leitende Stationsschwester auf der Station für Gastroenterologie und Infektiologie des Universitätsklinikums Magdeburg und betreut dabei unter anderem Menschen mit HIV und AIDS. Schon früh war es ihr ein Bedürfnis, diesen Menschen über die medizinische Betreuung hinaus zu helfen. So absolvierte sie berufsbegleitend eine zweijährige Ausbildung zur Gesundheitstrainerin für Menschen mit HIV und AIDS. Seit 2009 ermöglicht sie Gesundheitstrainings für Betroffene. Vielen HIV-Infizierten und AIDS-Kranken konnten so ganz persönliche, für sie elementare Fragen beantwortet und hilfreiche Tipps gegeben werden. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper betonte, Sabine Körber fasst ihren Pflegeberuf als Berufung auf und engagierte sich im außergewöhnlichen Maß für das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten. Ihr Engagement überstieg die Pflichterfüllung bei Weitem. Auch unterstützt sie aktiv die praktische Krankenpflegeausbildung. Bereits 2012 erhielt Sabine Körber den Adelheid-Preis der Landeshauptstadt. Das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro setzte Körber ausschließlich für soziale Projekte ein. 2015 dankte ihr der damalige Bundespräsident Joachim Gauck auf dem Neujahrsempfang der Bundesrepublik Deutschland für ihre Verdienste. Das im Bereich der Gesundheitsfürsorge und der Integration von Geflohenen, die in Deutschland Schutz und eine neue Heimat suchen. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich Bundesverdienstkreuz genannt, ist in 8 verschiedene Stufen unterteilt und ist die einzige Verdienstauszeichnung. Er wird für besondere Leistungen auf politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, geistigen oder ehrenamtlichen Gebiet verliehen und ist ohne finanzielle Zuwendung.